herzlich willkommen bei Sonnenstrike. Genau richtig. Ja, ihr glaubt nicht, wo wir sind. Wir sind auf ein Lost Place. Ich muss mal ganz kurz was dazu erzählen. Wir sind nochmal hierher gefahren, weil letztes Mal hat es nicht so ganz geklappt, weil, ja, sagen wir, die Nerven haben verrückt gespielt, weil auf diesem Platz ist schon so viel passiert und deswegen haben die Nerven einfach mal verrückt gespielt und dann bricht man auch lieber ab, auch als Teampartner sagt man dann, okay, wir hören jetzt auf. Da das Ganze aber nicht weit von uns weg ist, sind wir nochmal hergefahren. Außerdem gibt es einen Zeitungsartikel, der sagt, offiziell ist das Grundstück verkauft worden, ja. Es soll auch irgendwann Hotel und Wellness hier geben, ja. Aber das Problem ist, in Deutschland kennt jeder die Gesetzlage, Papierkram ohne Ende. Und das funktioniert nicht so einfach. Und deswegen zieht sich das Ganze so derbs in der Länge. Und ich glaube, der Bürgermeister selber hat gesagt, er möchte nicht, dass das ein Lost Place wird. Und Bagger stehen hier definitiv noch nicht. Nein, hier steht noch gar nichts. Hier ist nichts abgesperrt. Also hier sind Schilder dran, dass man bestimmte Sachen nicht betreten darf. Ja, besonders da vorne, das Hauptgebäude. Das wird immer wieder zugenagelt und auch bewacht. Die Nebenräume finden wir gar nicht. Also das sieht wirklich lost aus. Und auch wenn der Bürgermeister sagt, er möchte nicht, dass das hier alles lost wird, ist es leider schon passiert, würde ich mal sagen. Schon lange. Ja, schon sehr lange. So, aber wir gucken uns das Ganze trotzdem nochmal an, weil wir haben noch nicht alles begutachtet. Also wir machen nochmal Luki-Luki für euch. Kufen scharren schon. Hallo, keine Spuren hinterlassen. Ach doch, Spuren dürfen wir hinterlassen, wir dürfen nur nichts mitnehmen. So, es geht los, ihr Lieben. Das sieht sehr alt aus. Ich weiß gar nicht, ist es zu dunkel, glaube ich. Wollen wir mal klingeln? Oh, wenn das jetzt gleich klingelt, ihr Lieben. Ne? Ja, wenn das jetzt aufgeht, Alter, dann schreie ich. Aber es klingelt nichts. Hallo? Ich brauche Doktor. Das sind mega geile Namen, aber ich lese die jetzt nicht vor. Ich lese die jetzt nicht vor, ihr Lieben. Hat keiner aufgemacht. Hier werden wir nicht mehr behandelt. Ich bin auch der Meinung, das Fenster da oben war auch nicht offen. Das heißt, sie sind übers Geländer. Und wenn du natürlich schön groß bist und auf das Geländer da steigst, kommst du natürlich sehr gut da oben rein. Alles möglich. Ja, hier hinten waren wir schon mal, aber hier wurde auch schon wieder mehr Randale gemacht. Ihr könnt das sehen, der Blumenkübel da ist kaputt und ich weiß nicht, das ist noch nicht mal so lange her, wo wir da waren und trotzdem immer wieder Randale, Randale, Randale. Aber anscheinend kommen hier immer noch welche wieder her, weil das Grundstück ja verkauft ist. Und fangen immer wieder an, immer wieder zuzunageln. Immer und immer wieder. Der gibt die Hoffnung nicht auf. So, ich muss jetzt ein bisschen leiser sein. Auf jeden Fall, gerade wo ich euch mal reinluschen lassen habe, ist ein Fensterscheibe eingeschlagen. Aber ich wollte gerade sagen, von hinten ist nichts offen. Aber von hinten brauchst gar keine Scheibe kaputt machen. Ich kann nichts dafür, wenn der Henkel da oben gerade ist. Wir haben nämlich gerade gesagt, warum schlägt man, wenn man schon so bescheuert ist, vorne ein und nicht hinten. Aber hier hinten ist auf, aber wie ihr gesehen habt, da ist echt nichts mit drin. Und ja, da ist gar nichts mit drin. Ach schön, das sieht alles. Ja, das sieht aus wie ein ganz normales Wohnhaus. Also nicht, dass es irgendwas mit dem Krankenhaus selber zu tun gehabt hat. Außerdem ist hier draußen ein kleiner Teich noch. Da hinten ist ein kleiner Fußball noch. Also hier hat man eher das Gefühl, das hat gar nichts mit Krankenhaus zu tun, sondern eher, ja, es war ein kleines Wohnhaus und gut ist.
Vielleicht haben rumrum ja auch mal einfache Leute gewohnt. Man weiß es ja nicht. Hier sieht es aus wie eine Garage. Leider steht kein Auto mehr drin. Komplett leer. Lagerhütte. Oh, hier ist noch der Kühlschrank. Da hinten stehen noch so alte Schuhe. Gartenschuhe sagt man immer dazu. Ja, das Gebäude hier selber, das hatten wir letztes Mal auf dem Video nämlich nicht drauf. Aber wie gesagt, drin ist alles noch gepflegt, muss ich sagen. Und ja, aber alles weg. Da steht kein Möbelstück oder so mehr drin. Also bei diesem Gebäude waren wir letztes Mal mit euch drin. Und hier muss ich persönlich sagen, wird nie wieder zugenagelt. Also das ist schon lange offen. Da sind's, also ich glaube, dieses Gebäude selber wird auch komplett irgendwann, wenn sie die ganzen Genehmigungen durch haben, auch irgendwann komplett einfach abgerissen. Ich glaube, das wollen sie nicht erhalten. Guck mal, jetzt ist die Tür zu. Die war letztes Mal noch nicht zu. Ach nee, da war ja nur Scheibe kaputt. Ja, guckt euch das mal an, ey. Ein Backofen. Ah, guck mal. Kabeldiebe oder was? Alter Schwede, was ist hier denn passiert? Die Kabel, die lagen letztes Mal schon hier. Ja, die habe ich letztes Mal gar nicht gesehen. Ja. Ja, da hinten ist auch ein Loch, könnt ihr es sehen. Da könnte man auch durch, aber das ist schon krass. Weil die sind alle... Ja, ja, die sind alle... Hier hat sich eine. Alter Schwede. Der hat Kilo von Kupfer hier rausgeholt. Ja. Money, money, money. Oh, eins hat er vergessen. Oha. Oha, Leute, ehrlich. So, ich will jetzt hier gleich durch die Büsche. Und jetzt wollen wir gleich zu den Gebäuden, wo wir noch nie waren. Also seid gespannt. Jetzt, ab jetzt beginnt was Neues. So, ich hoffe, die Tür ist auf. Ich habe nämlich letztes Mal aus Zufall gesehen, dass die Tür irgendwie auf ist in das hier Nebengebäude hier. Und da waren wir noch nie drin. Wir müssen nur aufpassen. Heute ist hier irgendwie total viele Busse. Weil hier nebenan gibt es irgendwie so eine Art Museumausstellung, wie auch immer. Von daher müssen wir mal gucken, wo wir jetzt hier rauskommen. Wir graben hier nämlich total durch die Büsche.
nicht so schlimm aus. Also der Vandalismus ist hier nicht so brutal. Aber ich fühle mich hier gerade ganz, ganz unwohl. Ich möchte jetzt dann lieber wieder raus. So, raus aus dem Gebäude. Also, das hier war das Originalrestaurant. Habt ihr ja auch gesehen an der Küche und so weiter und an dem Biertresen. Hier konnten die Leute essen gehen. Ich muss dazu sagen, das ist aber noch nicht lange geschlossen. Das Klinikum auf der Seite war als erstes geschlossen. Dann haben sie ein neues Klinikum erbaut, was ja auch nicht lange gehalten hat. Und dieses Restaurant hat sich am längsten von allen hier gehalten. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Das heißt, es ist offiziell noch nicht lange aufgebrochen. Ich denke aber mal, die Preise werden das auch kaputt gemacht haben. Ja. Also überlege, was heutzutage Fischbrötchen kosten und so weiter. Und dadurch, dass die Klinik einfach zugemacht haben, war hier auch nicht mehr so viel Besuch, weil das Ganze lost aussah. Wer geht denn hier noch essen? Muss ich auch sagen, ganz ehrlich. Weil dieses andere, das ist ziemlich weit unten und die, glaube ich, haben auch ihr eigenes Restaurant oder Imbiss, wie auch immer. Von daher, wer geht denn hier offiziell noch essen? So, von daher hat es irgendwann auch, glaube ich, pleite gemacht, zugemacht. Und lange, lange Zeit kam man nicht rein und ein Vollpfosten, naja, irgendwo auch wieder danke, weil so konnten wir natürlich auch rein. Und wir waren es nicht, die eingebrochen sind. Naja, irgendwie schon. Ach, lassen wir das Thema. Ja. Das ist so typisch wie der Zanderszeug, ne? Wir wollten eigentlich ein bestimmtes Gebäude noch mal angucken, wie das so ist. Wir mit unseren Abkürzungen, was keine sind. Eine völlig verwuchert. Der andere kamen wir gar nicht mehr hin. Und jetzt haben wir einen anderen Weg genommen und überall piekst es und alles angeschwollen. Und wir gehen durch die Büsche wieder für euch. So, wir sind am Aussichtspunkt, was damals ein Aussichtspunkt war. Offiziell steht es auch noch drin, aber es ist halt keins mehr. Früher stand hier mal eine Bank und wenn hier das Klinikum eröffnet hat, konnten die Leute hier ihre Aussicht genießen. Ja. Und was? War schon schön, ne? Auf jeden Fall. Wie klein die sind da hinten. Das Wasser ist weg. Das Wasser ist weggenommen. Wie klein die Leute sind. Ja. Oh. Laufen hat welche was war. Ja. Das war auf jeden Fall mal ein Aussichtspunkt, wo die Leute früher sehr gerne gesessen haben und die Aussicht genossen haben, was aber heute natürlich auch komplett lost ist. So, auf diesem Weg sind wir damals auch gegangen und dann gerannt. Weil wir wollten ja weg von den Leuten, die da alles wieder zunageln. Weil, naja, ganz ehrlich, wie gesagt, man darf hier zwar einen ruhigen Spazieren gehen, haben wir mittlerweile rausgekriegt, aber wie gesagt, man darf nicht in den Gebäuden selber. Und wenn man uns schon so sieht, schwarz gekleidet und Gangster. Ja, dann denkt man gleich schon, oh, die haben nichts Gutes im Sinn. Also, wir sind ja nicht normal. Man sieht das ja schon von Weitem, ne? So wir angezogen. Uns in unserem Symbol. Ja, genau. Wir präsentieren uns ja schon gleich auf dem goldenen Teller. Und wenn die uns natürlich sehen, dann wissen die genau, die wollen nicht nur von außen gucken. Aber was sie natürlich nicht wissen, wir gehen nicht rein, wenn es keine Chance gibt. Das wissen sie natürlich nicht. Und so stufen sie uns erstmal als richtig böse ein. Ne? Das ist halt so. Ja, auf jeden Fall waren wir an diesem Fleck ja schon öfters. Und wie gesagt, wenn offen ist, dann juckt es halt in den Fingern. Ne? So, wie ihr sehen könnt, da ist das Fenster offen und ihr glaubt gar nicht, wie das gerade kribbelt und wie wir da reingehen wollen. Aber das Problem ist, wir haben eine Woche und das heißt, die Leute sind arbeiten unterwegs. Aber auch die Leute, die natürlich hier das immer wieder drauf aufpassen, sind unterwegs. Und das Problem ist, was
Wir haben nicht Angst reinzugehen, um Gottes Willen. Aber wir haben Schiss davor, weil, wie ihr sehen könnt, dieses Gebäude ist das Hauptgebäude und das ist beliebt bis zum geht nicht mehr. Das wollen sie schützen. Und deswegen, jedes Mal fahren sie wieder hierhin und jedes Mal nageln sie hier zu. Was ist, wenn wir jetzt nur durch diese Fenster gehen und sie nageln dann das hier wieder zufälligerweise zu? Dann hast du das Problem und du steckst im Lost Place fest. Reingeballert worden, dass ich so komme, wie viele Schrauben sogar in der Wand drin sind. Die liegt doch schon länger hier, die Platte. So, wir befinden uns jetzt an das Gebäude, was nachträglich gebaut worden ist. Wir waren einfach mal neugierig, wollten uns das Ganze nur mal von hinten angucken. Aber auch hier sieht man, dass von innen alles irgendwie zu ist. Hier ist aber auch keine Fensterscheibe eingeschlagen, gar nichts. Und wir hatten immer das Gefühl, dass es das noch benutzt wird. Ja, da sind noch Krankenbetten drin und alles. Wenn man da so durchluschert. Also es wird offiziell eigentlich nicht mehr benutzt. Aber. Und keine Scheibe hier eingeschlagen. Hinten brutalst alles. Hier ist noch so ein Krankenwagen. Aber hier nix, nada. Vielleicht ist hier auch noch Alarmanlage. Ich weiß es nicht. Vielleicht wird dieses Gebäude noch ein bisschen mehr geschützt. Das weiß man nicht. Mich wundert nur gerade, dass denn sowas hier draußen liegt. Ja. Das erinnert richtig an der heutigen Zeit mit Krankenhaus. Aber wie ihr seht, alles zugenagelt. Zutritt verboten steht da auch. Also, hier ist komischerweise irgendwie der Vandalismus nicht so brutal. Die Räume sind alles leer. Ja, schon krass, ne? Das ist echt schon krass. Ich lusche jetzt einfach mal rein. Gleich guckt mich ein Kranker an. Ne, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, weil jetzt mein Schatten davor ist, ihr Lieben. Das ist, seht ihr das? Warte mal, so. Ja, da seht ihr noch Krankenbette. Da ist alles noch original drin. Ja, ihr Lieben, ihr glaubt es gar nicht. In das Gebäude, was nachträglich gebaut worden ist, jetzt kommt das komische, Türen alle zu. Keine Fensterscheiben eingeschlagen. Aber jetzt bin ich arschig, jetzt verrate ich euch was. Das ist vorhin absolut kurios. Jetzt erklärt mir mal bitte eins. Wie kann ein Fenster von innen drinne, der Hebel, auf offen sein? Ich habe auch getestet, das Fenster ging auf. Auch wenn keine Fensterscheiben eingeschlagen sind. Wie geht das bitte? Auf jeden Entweder Fall. ist jemand übers Oh, da. Dach irgendwie reingekommen. Ich muss so vermuten, vielleicht, Ja. eventuell. Ich habe auch keine Feuerleiter gesehen. Das ganz Komische jetzt, Nils checkt das ab und ich sag so, oh, das ist schon geil, wenn wir da jetzt reingehen können. Da sind noch die Betten und alles original drin. Aber auf einmal sehe ich, dass uns jemand verfolgt, ein älterer Herr Das Hund. mit Hund und guckte die ganze Zeit an und kam immer dichter und dichter. Den haben wir da hinten schon gesehen. Und ja, da kannst du natürlich nicht reingehen. Ne? Das ist natürlich Kacke. Auf jeden Fall kommt er uns die ganze Zeit jetzt so ein bisschen hinterher. Ja. Aber ich habe zu Susi schon gesagt, wie ich es jetzt auch gerade erwähnt habe, wenn er einen fragen würde, dann würde ich ihm mal die Frage stellen. Wie soll ich es schaffen, ein Fenster von außen zu öffnen mit Hebel, ohne es zu demolieren? Ja, Fakt Gibt es ist immer? trotzdem, wir dürfen nicht rein. Ja, das ist klar. Wenn uns jemand beobachtet und uns die ganze Zeit hinterherläuft, können wir natürlich nicht rein. Obwohl das juckt mich jetzt, ne? Weil das ist ein Gebäude, ich glaube, da waren noch nicht viele drin. Das sieht man einfach. Wie gesagt, keine Fensterscheiben eingeschlagen, gar nichts. Nö, und das Gebäude hier vorne auch. Aber wie gesagt, der Typ läuft uns hinterher. Wir können jetzt noch mal so arschig sein und wir können noch mal zurücklaufen, weil wir machen ja gerade nichts. Wir laufen ja außen rum. Ja, Was Regenfall, viele ja. machen. Also von daher, ich könnte mal gucken, wo er ist. Ja, wir checken das nochmal ab. So, zurück im Auto. Willst du hä machen oder japsen Ich oder? will nicht, ich hab's einfach. Der alte Mann ist kaputt, der kann nicht mehr. Es ist ein riesengroßes Gelände und wir haben euch jetzt ein paar Häuser gezeigt, wo wir noch nicht drin waren. Weil die letztes Mal auch nicht auf waren. Mittlerweile sind sie auf und mittlerweile ist sogar das Gebäude auf, wo man eigentlich nicht denkt, dass man da reinkommt. Und ja, wir haben drei Schlupflöcher gefunden. Drei, zwei, die
Ja, zwei, die, nee, drei, insgesamt vier eigentlich, wenn du so willst. Eins ist ja wieder verschlossen, aber das ist schon Ja. der Blick für mich, warum ich jetzt weiß, warum diese Schlupflöcher da sind. Weil die Schiebetür vorne, die ist wieder verankert und die wurde mal Ja. irgendwie gehebelt, so wie man Fahrstühle auf, wenn man Notsituationen Das aufheben Komische ist, kann. Nils geht da hin und guckt sich das an und sagt, es wird ausgehört. Auf Klack, einmal klack. klack, 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 klack. Also es ist noch komplett Strom drauf. Man sieht Ja. es auch, es brennt teilweise über Licht. Und die Sensoren von der Ja. Schiebetür, die sind aktiv. Aber es ist Ja. natürlich nicht so gut für die Motoren, wenn ich mich nicht recht entsinne. Und ich verstehe es nicht. Warum hat jemand Strom die ganze Zeit an, wenn man es nicht benutzt? Also komischerweise ist da auch nichts genagelt oder so, weil da nichts eingebrochen ist. Wir haben uns was überlegt für euch. Und zwar werden wir zu der neueren Klinik fahren. Nochmal mit mehr Zeit, mehr Geduld, weil heute, wie ihr sehen könnt, ich mag das jetzt gar nicht einluschen, so ich versuche es jetzt mal vorsichtig. Ups, ein Bus. Noch ein Großbus und auf dem Parkplatz steht noch ein Bus. Da ist noch ein Bus. Und dann steht da hinten noch ein Bus. Und ich habe gesagt, das ist zu kritisch, wenn wir da reingehen. Wir müssen das machen, wenn es ein bisschen ruhiger wird. So, das ist Fakt. Wir werden auf jeden Fall noch mehr herkommen und wir werden in dieses Klinikum reingehen. Das ist irgendwann nächster kürzester Zeit wahrscheinlich sogar. Also wir werden es erstmal beobachten. Wir wollen noch mal hergucken, ob die gleichen Fenster immer noch offen sind, ob da wirklich keiner so Kontrolle macht. Und dann gucken wir uns das Ganze mal an, weil da steht noch alles original und das kribbelt Zumindest natürlich. weiß ich, dass das Fenster ziemlich nah hinten von der Haupttür gewesen ist. Ja. Egal, auf jeden Fall, wir hoffen, es hat euch trotzdem gefallen. Wir haben uns einiges wieder mehr angeguckt und es nimmt irgendwie trotzdem kein Ende. Es erinnert mich gerade so ein bisschen an die Muna, wo wir immer wieder Ja, hingefahren sind, immer wieder. mittlerweile wird das hier schon zum Monat 2. Ja, ehrlich. Und das hier ist sogar dichter. Naja, ihr Lieben, wir klicken uns raus, wir wollen nach Hause, wir haben Hunger, wir haben Durst, wir sind müde, wir sind schlapp. Und bis dahin sage ich erstmal Tschüss, tschüss.